Schon, oder? Fazit. Hä? Ja, hier jetzt so ein Sofa uns hinplatzieren und dann ja. jeden Tag da sitzen und einfach nur... Und lässt das Gesicht wegbrennen. Lässt das Gesicht einfach mal wegbrennen. Ja, geil. Jetzt müssen wir nur noch die Temperatur halbwegs hinbekommen und dann sind doch alle ja. glücklich. Ich werde hier im Inneren noch Wände platzieren, dass wir Doppelwände haben im Gewächshaus. Pass auf, Partybert, nächste Baustelle. Ich baue jetzt ein Filtrationssystem ein. Beziehungsweise ein Klimasystem hauptsächlich. Das ist meine nächste Baustelle, die ich eben jetzt angehen möchte. Weil das wird auch, glaube ich, wichtig werden. Padded Walls sind da drüben. Ja, die habe ich getrennt, weil ich sehe gleich raus schon die ja. Kids. Ja, ich bin ja jetzt auch gerade drauf reingefallen. Ja. Ich habe gesagt, ich brauche für die Rohre, brauche ich jetzt ein paar Farben. Wir werden alles einfärben gerade mal, weil ich die eh brauchen werde. Was hatte ich vorhin gesagt? Welche Farbe soll das eine Rohr haben? Das Oxid, also das Gemischrohr? War das nicht Gemisch? Also eigentlich ist es ja unser Belüftungssystem... Sollte ja eigentlich der Zuleiter gemischt sein und der Ableiter sollte braun sein. Abgase. Oh, ich muss was trinken. Mal schnell ein Schlückchen nehmen. Ist nicht optimal. Wir haben tatsächlich. Gibt es irgendeine Farbe, die ich nicht bedacht habe? Ja, pink, ne? Pinkes Rohr haben wir gar nicht. Ich brauche irgendeine Farbe für ein Kühlrohr. Wir haben noch Purple. Das könnten wir auch nehmen als, also so ein Lila. Könnten wir auch nehmen als, um uns zu überlegen, welche, dass wir da ein Kühlrohr draus machen. Dann machen wir halt ist zu Purple, oder? Warte mal kurz, lila. Lila. Kühlrohr. Gut, dann habe ich das mal so. So. Blau würde ich nur ungern verwenden, auch nochmal, weil Blau ja auch für Flüssigkeiten als Wasser ist. Ich meine, das erkennt man schon. Gelb würde ich es auch nicht machen wollen, weil das die Standardfarbe ist. Dann kannst du es später beim... Kannst es nicht mehr so schön auseinandernehmen. Warte mal kurz. Ich finde Lila eigentlich ganz attraktiv, wenn ich ehrlich bin. Finde ich eigentlich, irgendwie macht das einen guten Eindruck. So Lila, finde ich, kann man immer machen. Patzi, was hältst du von Lila? Ich halte von Lila sehr viel. Geil. Lila ist eine schöne Farbe. Wir haben 2,2 Kilo Eisen da drin. Wo? In der Maschine, die ganzen Dinger aufnimmt. Ja, unseren Splitter. Ja. Unseren provisorischen. So, ich habe mal 3-4 Buddeln Lila hergestellt. Das sollte reichen für das, was wir vorhaben. Das Einzige ist, Zwerg, wo haben wir die Tür angedacht für das Gewächshaus? Direkt die Treppe rauf, müssen wir es halt noch zubauen. Okay. Die Frage ist, also ich würde es jetzt nicht mit Eisen machen, ehrlich. Oder halt mit, nee. Das Ding ist halt, wenn irgendwas bricht, dann wahrscheinlich, weil uns der Druck überwand. Ja, ich mache das hier auch mit den Verbundwänden. Ja. Unsere Farben hat's alle zerrissen. Ich war doch noch ja, so stimmt. Stolz. Oh. Stimmt. Da waren unsere Farben drin. Ja gut, es ist jetzt kein Verlust. Ne? Farbe kostet ein Eisen oder so. Also das ist jetzt nicht so dramatisch schlimm. Geht schlimmer, ne? Aber, Zum Beispiel unsere Soulites. Mhm.
Aber der Clip war wirklich, das war so richtig, wirklich so, du guckst ganz gemütlich in den Schrank, ja, und du zerreißt einfach links von dir den Schrank. Bats! Es war einfach so ein Glück, dass es dich nicht erwischt hat. Ohne Witz, ja. Das war einfach nur Luck. Also da kann man auch nichts anderes sagen. Das war wirklich nur Luck. Da wäre mich dein Anzug schön im Eimer gewesen. Ja. Ich meine, er hat ja eh nicht mehr viel Leben. Weißt du, er ist eh schon fast kaputt. Ja. Und dann sowas. Ey, sowas kann halt das Spiel dann auch mal ganz easy böse beenden, ne? Lass mal ganz kurz überlegen. Ich muss jetzt das Kühlrohr. Wie machen wir das? Das Kühlrohr geht kalt raus und wird dann in die Base geleitet. Jetzt, lass mal ganz kurz gucken. Wir haben hier fast 400 Grad, ey. Oh, Zappes hat's zerrissen. Oh. Boah, können wir glücklich sein? Der hat fast 6 Megapascal Sauerstoff im Anzug. Oh. Und hier drin hat es nur 137 Grad. Uiuiuiui. Also, das war ja auch wieder mal kurz vor. Bumm. Ja, ohne Scheiß. Also, ja, und hat auch nochmal da in seinem richtigen Anzug hat er auch nochmal ein bisschen was drin. Da ist die Batterie tatsächlich aufgegeben. So wie wir es vermutet haben. Zum Glück bist du gerade zufällig nach hinten gegangen. Ich glaube nicht, dass da was passiert wäre. Denn dafür ist die Temperatur hier, meine ich, zu niedrig. Denkst du, wenn der Druck in der Gasflasche immer weiter steigt? Also ich glaube, ich... Achso, ja, deswegen... Ja gut, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir das hier vielleicht etwas weiter weglegen. Und das nehme ich mit. Also ich glaube, das wäre nicht mal das Problem geworden. Also ich glaube tatsächlich, dass das hier gar nicht so schlimm ist. Die Frage ist, eigentlich müssten wir es jetzt in unser Abgasrohr einsaugen, damit wir es dann wieder verwenden können, weil das ja alles isoliert ist. Also wir haben in der gesamten Kette nichts Unisoliertes drinnen. Ja. Das Dumme ist, dass die Gemische aus dem Ofen auch da reinkommen. Das heißt, ich bräuchte quasi so eine Art Direct-Inserter. So. Womit ich die Flasche quasi direkt befüllen kann. Ja, kann man ja rein theoretisch machen. Die Frage ist, will ich das jetzt hier alles... ich will das eigentlich jetzt nicht aus dem Anzug rausnehmen. Dran? Solange das so ist, wie es ist. Ja. Boah, jetzt hat das... Dass du da jetzt noch dran pushen möchtest, ja. Die Frage ist natürlich... also. Weißt du, bis ich das gebaut habe, wenn ich die Flasche im Inventar habe, wird die halt auch heiß. Sag mal, Zappes, dein Helm macht mich wahnsinnig. Ja, das ist okay. Wir haben 132 Grad hier hinten drin. Pazibert! 132? Das ist fast schon kalt. Es ist 131 jetzt. Das geht halt permanent... Oh ja, ein Tablet wegschmeißen ist eine dumme Idee. So, das geht halt permanent runter. Das ist so angenehm. Das ist wirklich schon... Es dauert natürlich, es dauert jetzt eine ganze Weile, bis es runtergeht, aber es geht runter. Das ist quasi, man kann quasi schon ein Bier trinken. Claudius, grüß dich. Nur das ist so eine schöne 130 Grad, weißt du, so ein bisschen saunamäßig. Ein bisschen so Aufguss. Ja, so was ganz das finnische gemütlich. Sauna. Ja. 130 ist schon hart, ne? Also das ist schon, da gehst du rein und da weinst du auch erstmal kurz, ne? Aber es ist jetzt 130 Grad und es geht immer weiter runter, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie es hier hinten ist, da wird es wahrscheinlich ein bisschen wärmer sein. Wie viel haben wir denn auf unserem Kühlrohr tatsächlich drauf? 125 sind auf dem Kühlrohr schon drauf, sinkend. Okay. 125? Also die Klima funktioniert schon, die zieht das schon ordentlich raus. 124,9. 124,8. Also es dauert schon ein bisschen. Liegt aber natürlich auch daran, dass dieses Kühlrohr permanent dem Wärmetauscher ausgesetzt ist, ne? Ja, der Wärmetauscher ist auf jeden Fall etwas, was noch halbwegs gut funktioniert. Ja, und vor allem passiv funktioniert. Das ist ja das Geile an dem Ding. Das braucht keinen Strom, um irgendwas umzuwandeln oder so. Das läuft einfach. Bis zum nächsten Mal. Scheiße, ja. Ich glaube, das werden sie... Also es kann sein, dass sie das irgendwann mal besser machen, ne, diesen Wärmetauscher, dass man vielleicht da irgendwie noch was regulieren kann oder sowas. Wäre geil. Oder na, mal gucken.
Ich bin froh, die Klima läuft jetzt und wir kriegen die Temperatur hin. Das Ding wird halt jetzt sein, ich muss mir jetzt überlegen, wie machen wir das mit dem Heizrohr? Also das Kühlrohr ist relativ klar. Das habe ich jetzt auch nur provisorisch hier reingelegt. Weil eigentlich müsste das ja hier an der Wand unten langlaufen und dann in die Base reingehen. Oh no. Ja, Claudius, es hat vorhin was zerrissen. Ein Schrank direkt vor mir. Ich war da gestanden und dachte mir so, was? Völlig am Ausrasten. Hat noch einer den Clip gerade da für Claudius? Das wäre voll lieb. So, okay. Ich lege jetzt mal das Kühlrohr. Also das Kühlrohr ist ja quasi das Wärmetauscherrohr am Output 2. Da wird ja quasi die kühle Luft durchgepustet. Und die geht ja dann, oder soll ja dann in die Base gehen. Ich könnte das natürlich auch jetzt an die Decke schrauben und hier an der Decke durchgehen. Das müsste schöner aussehen. Wir brauchen dann nur irgendwann das Heizrohr, das muss aber da drauf. Das heißt, das ist okay für mich. Da ist jetzt eh nichts drin, das ist okay für mich. Das schließen wir auch noch nicht an. Das machen wir erstmal so, damit ich weiß, dass es offen ist. Ja, jetzt hat's wieder. Also jedes Mal, wenn wir da reingehen, ballern wir halt die Hitze rein. Aber auf der anderen Seite kriegen wir dann auch wieder ein bisschen hier am Eingang, hat es jetzt schon deutlich weniger Temperatur, weil der Unterschied halt so krass ist. Also ich glaube, wenn ich da jetzt ein paar Mal rein und raus gehe, dann kühle ich die Base dadurch schon alleine, dadurch, dass ich ständig da rein und raus gehe. Ein bisschen zumindest. Ja, wobei, weiß ich gar nicht, wegen dem Volumen in der Base. Ja, es tauscht sich halt immer wieder ein bisschen aus, ne? Weil es im Raum hinten die heiße Luft abkühlt und dadurch natürlich auch der Druck da drinnen einfach absinkt, ja. Und dann kühlst du quasi schon allein aus Versehen immer ein bisschen. Ja, minimal, ja. Ja, ja. Es ist nicht viel, nee, da gebe ich dir absolut recht. Also viel ist es nicht. Wir haben keine Türen mehr. Echt nicht? Nee, also, nee. Ich habe jetzt keine gefunden, aber haben wir hier noch welche? Es ist schon hart, ne? 396 Grad hat es hier vorne halt, ne? Oh Gott, meine Batterie. Zum Glück bin ich hier. Wo denn? Ja, bin ich hier, bei dir. Ich habe Batterien gerade wieder reingelegt, von Zappes hier, ja, ins Ladegerät. Meine automatisch ladbare Batterie. Warum? Was ist denn los mit meinen Sauerstoffen? Ich muss relativ lang einen Zug nehmen, dass der Sauerstoff sich aktualisiert. Okay. Das möchte ich ja nicht, weil die Gasflasche relativ warm dann ist. Dann geh mal hinten in den Klimaraum. Dann ist sie zu heiß. Geh mal hinten in den Klimaraum, da ist es kühler. Weil hier ist die Base, es heizt sich. Momentan ist ja nicht viel um. Na, es ist genauso heiß hier draußen. Wie jetzt, oder im Prinzip fast so heiß wie auf der Oberfläche. Wir hätten wirklich den Raum leer pumpen sollen. Ich hab's mir noch gedacht, wir könnten das machen. Ich dachte, das ist so wenig, was das von Raumvolumen her ausmacht, dass es unerheblich ist. Das war eine Fehleinschätzung von mir. Ja. Also ich hätte vielleicht, weißt du, vielleicht hätte man sagen können, ja, pass auf, lass uns das doch mal, habe ich das jetzt? Lass mich da durch, ey. Das müsste gehen, oder? Ja. So kann man also nicht reingehen. Ey. Kurz ein bisschen abkühlen lassen, den Behälter. Oder liegt da Darth Vaders Rüstung? Ja, Darth Vader. Der schwarze Anzug mit dem Klimaraum, ey. Ah,
wie machen wir das? Das ist eigentlich, wäre das... Hier oben ist doch eigentlich egal, wie wir das Rohr legen, oder? Ich glaube, wir hätten damals für die Klimatisierung eine Schleuse bauen sollen. Gefällt mir zwar jetzt optisch nicht so sehr. Aber es kühlt ordentlich schnell runter. Ja, ja. Das geht relativ flott. Also, wenn du da reinkommst, schmeißt kurz die Temperatur um 10 Grad hoch und stehst 2 Minuten drin und ist schon wieder unten. Gar kein Problem, ne? So, das Kühlrohr soll ja eigentlich jetzt erstmal, primär ist ja momentan der Plan, den Gang zu kühlen, weil da ja die Hitze auch relativ stark ist. Aber das Rohr zu kühlen setzt voraus, dass wir ja auch vorher in den anderen Kreislauf, nicht nur hinten über einen, jetzt momentan lassen wir die Luft hinten im Raum zirkulieren. Und dadurch nehmen wir die Hitze auf und bringen sie direkt zum Wärmetauscher. Der Plan ist später, dass das Zirkulieren nicht mehr über den über den einen Active Vent läuft, sondern dass wir mit, dass wir quasi aus der Base Luft rausziehen und das dann über den Wärmetauscher, also quasi über den Wärmetauscher wieder kühlen und in die Base zurückschicken. Da weiß ich aber noch nicht, wie das genau funktionieren soll. Muss ich mir noch einen Plan machen, was da genau gehen kann. Mal schauen. So. Genau, das können wir jetzt auch langsam aber sicher endlich mal abreißen hier. Weil dann verwirrt das nämlich sonst nicht mehr. Ich muss bloß aufpassen, dass ich die Decke nicht versehentlich wegreiße. Ja, aber knapp. Wobei, ich weiß gar nicht, hat Patsy den Sarkophag, ist der auf der Decke eigentlich hier schon fertig? Nee, der ist noch nicht fertig. Das dauert, bis der fertig ist. Es sind so viele Pieces von dem. Ich muss mal ganz kurz abkühlen. Das Sarkophag ist ja riesig. Ja, ja. So, pass auf, 140 Grad aktuell. Aber das macht nichts, weil das ist so wenig Unterschied hier. Und hier haben wir 131 Grad auf dem Kühlrohr. Das ist gut. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ob ich nicht einfach Zappe Sauerstoff nehmen soll. Der hat nämlich ein bisschen mehr. Und ich tanke den anderen Sauerstoff, tanke ich jetzt einfach in unser Rohrsystem ab. Ich hoffe, das explodiert nicht. Ah, nee, das ist doof. Nicht, dass es wirklich noch explodiert. Ich lasse das gerade mal hier drin. Das ist besser gelagert hier als draußen. Skaggy, ich will einen ganz leichten Zug in der Base tatsächlich haben, weil das eine Art Luftdurchwälzung bringt. Also es muss gar nicht, Radiatoren war auch meine erste Überlegung, dass wir sagen, wir gehen an das Output-Rohr, machen da irgendein, wir haben ja ein Input-Rohr und ein Output-Rohr, machen das ähnlich wie es hier ist, ja, also Input und Output gleich, ja, also auch so, und dann hätten wir halt ein Kreislaufsystem. Das Ding ist, die Radiatoren, wir können das testen. Wir können das einfach mal ausprobieren. Warum nicht? Wenn es nicht funktioniert, lassen wir es halt. Ne? Füllen in das Rohr müssten wir dann theoretisch X einfüllen. Input, Output 2.
Das ist ja hier oben der Input 2, Output 2. Müssten wir X einfüllen. Und dann könnten wir das locker nutzen, ne? Dann könnten wir das Rohr als Output-Rohr echt schön nutzen. Dann bräuchten wir halt gar nichts, ne? Die Frage ist natürlich, ich meine, wir haben ja X. Es ist ja nicht so, dass wir X nicht hätten, ja? Wir können ja X im Prinzip über diesen Kreislauf hier sowieso abtanken. Der, wenn wir jetzt quasi da eine Verbindung schaffen würden, hier zwischen den beiden Netzwerken, könnten wir das machen. Müssten wir aber wieder heiße Gase nachpumpen. Ich würde jetzt erstmal die Temperatur ganz gerne hier im Raum senken, damit wir einen Safe Room haben, der so ist, dass wir zumindest kühle Temperaturen hier haben, um was weiß auch immer, was wir da tanken wollen, erstmal ab oder um uns einfach mal auch ein bisschen auszuruhen, die Flaschen kalt werden zu lassen, in Anführungszeichen. Aber so, damit wir halt nicht ständig am Limit gehen. Das ist so mein Plan. Patz, ich würde mit dem Rohrsystem würde ich tatsächlich was ausprobieren wollen. Da, ich würde mal was testen wollen. Es kann sein, dass die Klimaanlage relativ schnell funktioniert, aber mit Radiatoren, wobei ich da jetzt noch nicht ganz sicher bin. Das ist eher ein Feldversuch. Alles klar. Also nur damit du Bescheid weißt. Ich bin bereit für Feldversuche. Ich würde aber jetzt erstmal warten, bis hier drinnen die Kerntemperatur auf 20 ist. Ja. Ja. Weil diese 20 Grad würde ich einfach gerne mal erreichen in irgendeinem Raum, bevor wir jetzt mit heißer Luft nachbuttern. Weil sonst zieht sich das wieder ewig nach, ja, und dann funktioniert es wieder nicht. Wieso wunderschön, hi! Ja, wir sind wieder auf der Venus. Die Feiertage sind vorbei. Jetzt ist wieder Zeit für elendes Leid und Verderbnis. Aber die Temperaturen gehen langsam. Also unsere Klimaanlage funktioniert tatsächlich. Sie braucht eine ganze Weile, aber sie funktioniert. 126,6 aktuell im Kühlrohr. Wie gesagt, dann würde ich tatsächlich, Partybert, würde ich tatsächlich mal ein paar Rohre noch produzieren, weil wir brauchen noch ein paar. Was? Mach das. Boah, ist ja heiß. Ey, die Base ist so hot einfach. Ja, ein wenig, ja. Ich komme raus, es heißt sofort Oxygen Low, weißt du? Partybert, Rohre produzieren, genau, das war der Plan. So. So. Ah, Stahl fehlt. Wer hätte das gedacht? Ach, Stahl fehlt doch nie. Warum liegt denn hier eigentlich Eisen? Niemals fehlt Stahl. Hä? Warum liegt hier eigentlich Eisen? Eisen im ersten Schrank. Warum hast du einen Helm auf? Warum liegt der Stroh? Weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Was soll ich sagen? Weiter formuliere ich das jetzt nicht mehr zu. Ich weiß auch nicht. Ich bin so verloren in dieser wundersamen Partywelt. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Den Rest lasse ich mal so stehen. Das ist gut. Das ist bestimmt eine gute Idee, ja. Party. Ja. So, was haben wir hier noch? Pipe Radiators. Geil, sehr wichtig. Zum Glück haben wir da ungefähr 5 Millionen Stück von. Die werden wir auch brauchen. Für unser neues Projekt. Ich fange erstmal bei der ganzen Geschichte, weil das Rohrsystem extremst lang ist, werden wir erstmal wahnsinnig heiße Luft nachpumpen müssen. Ja? Aber das Gute ist, das ist dann wirklich nur ein Rohrsystemproblem. Da bin ich dann mit Partybert gespannt, wie das dann ablaufen wird, wenn wir das einmal anschalten. Weil dann müssen wir nämlich extrem viel Hitze noch nachbuttern. Ganz kurzer Blick. Ich muss noch ein bisschen X produzieren. Wow, ein bisschen Druck hier drin, ha? Huh? Ah ja, das hat funktioniert auf jeden Fall mit dem Abgasrohr. Das zieht hier richtig schön raus. Fast nichts mehr drin.
Ja, okay. Wir haben 11 Megapascal tatsächlich auf dem Pipe Network drauf. Und das wird auch mitgekühlt. Das ist saugeil, Party, ne? Weißt du was? Ich habe ja das Rohrsystem. Bitte? Ja, ja. Ich habe das Rohrsystem mit dem Sauerstoff, habe ich ja einen Radiator dran gepackt. Deswegen hat das jetzt mit dem Kühlen auch alles so lange gedauert. Ja. Der Sauerstoff, den wir selber mit Gold verschmelzen produziert haben, hat aktuell 136 Grad. Nice. Das heißt, wir haben zumindest eine Notlösung mit 2 Megapascal Sauerstoff, der vielleicht bald noch atembar wird. Das ist natürlich großartig. Es geht endlich voran. Ja, also, ja, ich meine, das ist jetzt ein... ewig lang benötigt haben für die Klimaanlage, ist sie dafür jetzt irrsinnig produktiv. Die läuft, ne? Also die hat Liebe drin. Ja, die wurde auch mit Liebe gebaut. So, jetzt schauen wir mal gerade, ja, ich bin jetzt einmal rein und raus gegangen, ne? Also dadurch, dass die Base so heiß ist im Verhältnis zu dem Klimaraum, ist es natürlich erstmal völlig insane, wenn ich da die Tür aufmache, kommt so viel Hitze in den Raum rein. Aber das wird so, wie du schon gesagt hast, Patsy, das wird so gut abgebaut. Das geht wirklich gut runter. Ja, absolut. Also ich bin vorhin reingestanden und holst ja immer mega viel Hitze eigentlich mit rein. Ja. Und dann stehst du 2 Minuten nur in diesem Raum und quasi wie vorherigen Temperatur, wenn nicht sogar kälter. Das geht so rasant runter. Das ist gut. Das ist, ich meine, gut, wir haben auch 1-2 Klimaanlagen hier hingestellt, ne? Jetzt dem wird das definitiv nicht liegen, dass wir da 20 Klimageräte haben. Bestimmt nicht. Das wird gar kein Problem sein. Nee, das spielt absolut keine Rolle. Es würde auch funktionieren, wenn wir nur eine hätten. Was habe ich denn eigentlich hier eingestellt als Zieltemperatur? 6 Megapascal sollen da rein. Naja. Okay. Das Gute ist, es kommt so heiß rein, wie es ja, naja, es kommt ein bisschen heißer rein im System, aber das, dann brauchen wir halt jetzt 10 Minuten länger, um den Raum runterzukühlen auf 20 Grad, weißt du, dann ist es auch schon egal. Aber ich baue jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Druck auf, weil wir das wir müssen den Druck verteilen in das Zielrohr dann noch. Das lassen wir jetzt mal eine Zeit lang laufen, das tut jetzt nichts zur Sache, ja. Ja, guck mal, 130 Grad haben wir wieder. Wird's weniger oder mehr jetzt? Ich bin mir da ehrlich nicht sicher gerade. Wieso, genau so schaut's aus. Genauso! Ja, 30,8, da merkt man schon, da ist schon... Das dauert, das müht sich jetzt schon ein bisschen ab, das Ding. So. Skaggy mit Volume-Punkt ging es natürlich schneller, aber so mit dem Ding kann ich diese Rohrfüllung mit dem Ventil im Prinzip automatisch einstellen und theoretisch zumindest kann ich hier das eigentlich laufen lassen, egal wie das Rohr abkühlt und habe immer meine Zieltemperatur von 6 Megapascal da drin. Ich mag diese Dinger sehr gerne, weil die kaum Strom verbrauchen. Du brauchst halt ein bisschen länger, aber wenn du keine Eile hast, brauchen die was? 10 Watt? Und eine Pumpe 100 oder so? Also, da kann ich einige von denen hinschrauben und habe sogar noch eine Absicherung drin, dass das Rohr, wo das hin soll, nicht völlig eskaliert. Mit der Volume-Pump machst du natürlich, geht's schneller, sicher, ganz klar. Aber du musst dabei bleiben, um das einzustellen. Ja, und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich will einstellen, ich will da 6 Megapascal drin haben und feuern vergessen. Ne? Mein gut, das mache ich jetzt im Prinzip ja auch nicht. Aber ich pumpe jetzt einfach wieder ein bisschen Temperatur oder ein bisschen X hier wieder rein. Ja, das ist ja alles X, was da drin ist. 5 Kilomol. Ja, das ist schon mal ordentliche Leitung, ja. Folango, nee, das muss gar nicht sein. Wie gesagt, am Ende ist diese Tür ja gar nicht notwendig, dass die auf- oder zugeht. Am Ende soll der Raum hier eh immer abgeschlossen sein.
ja, weil es aber auch einfach egal ist, ja, weil diese Klimaanlagen hängen ja so oder so zum einen nur in sich geschlossen, dann ist es eh egal. Der einzige Unterschied ist, ich weiß nicht, wie isoliert dieses Teil hier ist, ja, das kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Und mein Ziel wird es sein, das ganze Zeug hier rauszupumpen, ja. Also quasi hier das, was ich jetzt da in dem Output drinnen habe, das bauen wir hier alles wieder ab. Und das bauen wir hier hinten wieder ab. Okay, ich habe noch ein bisschen was. Und dann schließen wir quasi das genauso an wie das, ne? Also genau so machen wir das lila Rohr hier auch noch dran. Und dann haben wir eine passive Kühlanlage im Prinzip, die zwischen zwei Rohrsystemen Temperaturen austauscht. Wenn wir jetzt mit Radiatoren arbeiten, die arbeiten ja auch in einem isolierten Rohr zwei Wege mäßig. Das heißt, es gleicht die kühlere Luft von innen nach außen aus, aber auch die heiße von außen rein. Das heißt, wir haben ein Rohrsystem und kühlen mit dem Hauptrohr das zweite Rohr quasi runter. Weil das hier ja immer gekühlt wird, was hier im Input und Output ist.